tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr auch in der sechsten Folge von Kilians Pokémon Lexikon wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Genesect vor. Genesect ist ein legendäres Pokémon und hat als solches keine Entwicklungen. Die Typkombination Käfer-Stahl gibt ihm eine Doppelschwäche gegen Feuer sowie eine Doppelresistenz gegen Pflanze und eine normale Resistenz gegen Normal, Eis, Psycho, Käfer, Drache, Stahl und Fee. Hinzu kommt eine Immunität gegen Gift. Eine Basiswertsumme von 600 sagt hier schon wieder einiges über Genesects Stärke aus. Gerade beide Angriffswerte stechen mit jeweils 120 Punkten besonders hervor. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und in Initiative, dazu ein scheues Wesen, um so viel wie möglich überholen zu können. Als Fähigkeit steht nur Download zur Auswahl. Diese erhöht in Abhängigkeit der gegnerischen Verteidigungswerte entweder den Angriff oder den Spezialangriff von Genesect um eine Stufe. Der Spezialangriff wird erhöht, wenn der Gegner mehr Spezialverteidigung als Verteidigung hat und der Angriff wird erhöht, wenn das Gegenteil der Fall ist. Genesects Movepool ist extrem groß, daher bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten, eine sinnvolle Coverage aufzubauen. Ich benutze für mein Set Käfergebrumm, Tech Blaster, Eisstrahl und Flammenwurf. Käfergebrumm ist hierbei der Hauptangriff, da dieser den Step bekommt. Tech Blaster ist Genesects Spezialattacke und ändert ihren Typ in Abhängigkeit zum getragenen Modul. Ich verwende hier das Aqua-Modul, da Wasser eine Coverage-Option gegen Feuer-Pokémon bietet, die Genesects größte Feinde sind. Eisstrahl ist eine Option, um Drachen-Pokémon, welche meist Feuerattacken beherrschen, loszuwerden. Und Flammenwurf sorgt dafür, dass man nicht ewig auf Stahl-Pokémon rumkloppen muss. Genesects Spielweise gestaltet sich als relativ simpel. Schickt ihn gegen irgendwas rein, was weniger Spezialverteidigung als Verteidigung hat, um einen Spezialangriff-Boost vom Download zu bekommen. Danach kloppt ihr ein wenig auf euren Gegner ein, bis ihr von einem Feuer-Pokémon steht. Hier müsst ihr jetzt die Initiative-Werte kennen. Wenn ihr schneller seid, dann versucht euren Gegner mit einem Tech Blaster aus dem Weg zu räumen. Seid ihr langsamer, so empfiehlt es sich auszuwechseln, da die kleinste Feuerattacke ausreicht, um Genesect zu one-hitten. Für Genesect bieten sich zwei Sorten von Pokémon besonders als Teamoption an. Zum einen Pokémon mit Feuerfinger, wie zum Beispiel Turnupto oder Heatran. Diese sind super, um in Predicted Feuerattacken einzuwechseln, dabei noch einen kleinen Boost zu kassieren. Zum anderen freut sich Genesect auch über ein Klebenetz, da Genesect nicht das schnellste ist und somit fast alle Pokémon überholen können. Hierfür ist Voltula am besten geeignet. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Genesect ist derzeit im Jubel, ihr solltet also euren Gegner fragen, bevor ihr es in einen Kampf mitnimmt. Das wäre sonst ein wenig unsportlich. An dieser Stelle auch nochmal ein kleines Dankeschön an Yuki, denn auch dieses Genesect habe ich von ihm bekommen. Und jetzt seid ihr wieder dran. Wählt aus, wer nächste Woche vorgestellt werden soll.